unsere Themen am Donnerstag. Wassermann, Ludki und Co. erobern den Burger Schlossberg. Inkasso-Unternehmen zocken ab. Und eine energiereiche Saison geht zu Ende. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Lassen Sie sich entführen in die mystische Welt des Spreewaldes. Wassermann, Schlangenkönig, Irrlichter und Ludki erobern wieder den Burger Schlossberg. Erleben Sie zu Pfingsten die Spreewälder Sagennacht, das Musikspektakel vor einer zauberhaften Naturkulisse in Burg. Kartenvorverkauf in allen CTS-Verkaufsstellen, in die Touristinformationen der Region und unter burgimspreewald.de. Burg im Spreewald. Natürlich erleben am 22., 23. und 24. Mai. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. Es sollte der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn werden. Und jetzt ist er einer der kürzesten. Die GDL hat ihren Arbeitskampf ausgesetzt. Die Gewerkschaft geht jetzt mit der Bahn in ein Schlichtungsverfahren. Das heißt, bis zum 17. Juni wird definitiv nicht gestreikt. An diesem Pfingstwochenende ist es wieder soweit. Die Spreewälder Sagennacht wird neu aufgelegt. Doch bevor Wassermann, Schlangenkönigin und Ludki den Burger Schlossberg erobern, gibt es noch einiges zu tun. Heute wurde noch ein letztes Mal geprobt. Morgen ist es dann soweit. Die Spreewälder Sagennacht ist wieder da. 2 Jahre waren zuletzt Pause. Unter der Leitung des niedersorbischen Nationalensembles Bautzen gibt es am Pfingstwochenende einen Neuanfang. Erzählt wird in diesem Jahr die Geschichte vom Serbski Kral, dem Wendenkönig. Er findet sich in einer Schlacht wieder und wird schwer verwundet. Nur der Wassermann, Herrscher des Spreewalds, kann ihn retten. Das tut er auch, nicht aber ohne Hintergedanken. Serbski Kral soll aus Dank nämlich die Tochter des Wassermanns heiraten. Serbski Kral ist aber verliebt in die schöne Lina. Der Wendenkönig steckt also in der Bredouille. Los geht es am Bismarckturm in Burg ab 19.30 Uhr. Dann startet das Vorprogramm. Um 21 Uhr beginnt dann das Hauptprogramm mit dem ersten Kapitel der neuen Saga. Karten sind noch erhältlich, wenn auch nicht viele. Das kann sich noch schnell ändern, gerade weil das Wetter in diesem Jahr mitspielt. Der Wetterbericht sagt uns ja auch voraus, dass es am Abend nicht regnen soll zu allen 3 Veranstaltungen. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass Sie schnell Ihre Karten kaufen und Ihre Plätze sichern. Am Freitag, Samstag und Sonntag ist es also wieder soweit. Karten kosten an der Abendkasse 25 Euro, ermäßigt 10,50 Euro. Es wird wieder mystisch im Spreewald. Bei den Arbeiten zum neuen Mischwasserkanal auf dem Stadtteilvorplatz sind Archäologen fündig geworden. Sie haben neben Fundamenten des ehemaligen Stadttores Luckauer Tor auch Keramikscherben ausgegraben. Und damit zu weiteren Nachrichten aus unserer Stadt. Schlaganfall kennt kein Alter. Die Avato Cottbus GmbH überreichte heute einen Scheck von 1.000 Euro an den Verein PIA für Schlaganfallbetroffene und Angehörige. Dieser plant im Juni die erste Fahrt mit dem Infomobil. In Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie des Kai-Team-Klinikums soll so in der ganzen Lausitz über das Thema Schlaganfall aufgeklärt werden. Vernetzt im Piccolo-Theater. Am 22., 23. und vom 26. bis zum 28. Mai führt das Piccolo-Theater noch einmal das Stück des Jugendclubs Der Raum auf. Los geht's jeweils um 19 Uhr. Unter der Leitung von Matthias Heine setzen sich die jungen Darsteller mit den Widersprüchen in der Online- und Offline-Welt auseinander. Herausgekommen ist ein sehr bunter, witziger und auch nachdenklicher Abend für Menschen ab 14 Jahren. Die Wartezeiten im Stadtbüro sollen künftig per Handy einsehbar sein. Ein entsprechendes Programm wird dazu in Auftrag gegeben. Außerdem ist geplant, dass die Wartezeiten auf einem Monitor in der Spreegalerie angezeigt werden. Fast täglich werden die Briefkästen mit zahlreichen Werbeprospekten gefüllt. Als würden die Rabattaktionen der Discounter nicht schon reichen, haben viele Cottbusser jetzt auch noch dubiose Schreiben von Inkassounternehmen bekommen.
Mahnungen von Inkassounternehmen verursachen fast immer ein mulmiges Gefühl im Magen. Doch nicht immer sind diese seriös. Oftmals wird zur Zahlung aufgefordert, diese ist aber nicht immer berechtigt. Wolfgang Baumgarten von der Verbraucherzentrale rauft sich die Haare. Die Welle an Mahnungen von dubiosen Inkassounternehmen ebbt nicht ab. Ja, wir von der Verbraucherzentrale Brandenburg und auch die anderen Verbraucherzentralen sammeln jetzt bundesweit diese Erkenntnisse über diese angeblichen Inkassounternehmen. Wir wollen natürlich erreichen, dass das auch gesetzlich eingedämmt wird. Wir werden auch versuchen, alles möglich zu machen, um dort endlich dieser Flut Herr zu werden. Unseriöse Inkassounternehmen erkennt man in vielen Fällen an den ersten beiden Buchstaben der IBAN. Die Banken liegen dann zum Beispiel in Bulgarien oder Rumänien. Ist dies der Fall, gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Bekommt man so einen Brief und ist sich nicht sicher, wie man damit umgehen soll, wäre es ratsam, der Verbraucherzentrale einen Besuch abzustatten. Also wenn ein Verbraucher tatsächlich nicht genau weiß, was er machen soll, dann soll er bitte unbedingt zu uns kommen. Wir sehen uns das dann an. Wir können dann auch einen Rat geben, wie weiter gehandelt werden soll. Wenn dort ein Abzockunternehmen hintersteckt, dann haben wir auch gleich die Informationen und können auch dementsprechend handeln. Zahlt man sein hart verdientes Geld an eines dieser vielen illegalen Unternehmen, ist es im Regelfall weg. Deshalb gilt: Augen auf, wenn mal wieder ein Mahnungsbescheid ins Haus flattert. Der Flugplatz Drewitz steht laut Medienberichten vor dem Aus. Das geplante Fest am vergangenen Wochenende ist abgesagt worden. Grund dafür, die neuen Eigentümer haben ihre Zustimmung verweigert. Im letzten Sommer haben sie das Gelände... Auf dem Flugplatz Drewitz steht das laut... Oh, jetzt geht's los. Der Flugplatz Drewitz steht laut Der Flugplatz Drewitz steht laut Medienberichten vor dem Aus. Das geplante Fest am vergangenen Wochenende ist abgesagt worden. Grund dafür, die neuen Eigentümer haben ihre Zustimmung verweigert. Im letzten Sommer haben sie das Gelände für 1 Million Euro gekauft. Seitdem hat sich auf dem Flugplatz nicht mehr viel getan. Platz 6 mit 56 Punkten und das vor dem letzten Spiel in der Saison. Mit dem Wiederaufstieg hat es zwar nicht geklappt, dafür haben Stefan Krämer und Roland Benschneider eine Mannschaft geschaffen, die den Vereinsnamen auch verdient. Die Saison 2014-2015 neigt sich dem Ende zu. Der FC Energie Cottbus steht auf Rang 6 der Tabelle und hat sein Saisonziel, eine Mannschaft zusammenzukriegen, die erstmal das verkörpert, was Cottbus, glaube ich, braucht und was die Leute hier sehen wollen. Auch erreicht. Dabei war die Mannschaft aus der Lausitz vor der Saison die Wundertüte der Liga. Nach dem Abstieg aus Liga 2 blieben dem FCE vor der Saison nur noch eine Handvoll Spieler. Darunter Kapitän Uwe Mörle. Beim ersten Training der Saison standen so nur 13 Spieler auf dem Platz. Es ist aber auch nicht so wichtig, ob man jetzt schon einen Kader vollständig hat, sondern wir können nächste Woche, glaube ich, ein bisschen mehr Leute trainieren, dann kommen noch ein paar Testspiele und vielleicht noch der ein oder andere Neuzugang. Aber es ist immer wichtig, die hier sind, die sind ja alle da, fit. Und ich glaube auch, dass wir da gute Jungs zusammen haben. Der neue Trainer Stefan Krämer holte knapp 20 neue Spieler nach Cottbus. Und aus diesen Jungs formte er in kürzester Zeit eine eingeschworene Truppe, mit der sich auch das Cottbuser Publikum wieder identifizieren konnte. Die jungen, meist unbekannten Spieler brannten darauf, für den FCE auf dem Platz zu stehen. Morgen ist ein geiles Spiel für alle, ne? Und wir sind heiß, wir haben Feuer und morgen werden wir dann sehen, was dann draus wird. Doch nur mit jungen, recht unerfahrenen Spielern geht es auch nicht. So wurde kurz vor Ende der Transferperiode noch der Sensationstransfer getätigt. Thorsten Matuschka wurde zurück in die Heimat geholt. In der Hinrunde der Saison drehte Energie richtig auf und spielte konstant um die Tabellenspitze mit. Vor der Weihnachtspause stand Cottbus auf Tabellenplatz 5 mit nur 2 Punkten Unterschied zu Rang 2. Doch Stefan Krämer schien da schon irgendwie eine Vorahnung zu haben. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man gerade in den Zeiten, wo es im Fußball gut läuft, die großen Nachlässigkeiten schon mal zulässt. Und wir müssen, und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ist es wichtig, dass wir jeden Tag miteinander kommunizieren, auch so ein bisschen jeder auf den anderen aufpassen, dass wir nicht in so eine Zufriedenheit reinkommen,
die einen nachher dazu verführt, ein bisschen weniger zu machen. Doch genau so kam es. Im neuen Jahr war dann beim FC Energie Cottbus der Wurm drin. So stellte das Team gleich zweimal kleine Negativserien auf. Zuerst startete die Mannschaft direkt mit 2 Niederlagen und dann konnte von den Spieltagen 29 bis 33 kein einziges Spiel gewonnen werden. Dadurch war spätestens am 35. Spieltag der Traum vieler Fans beendet. Denn da der FCE gegen Unterhaching lediglich unentschieden spielte, war auch der Relegationsplatz nicht mehr erreichbar. Trotzdem kann die Saison für Energie als durchaus erfolgreich gewertet werden. Und wer erfolgreich spielt, weckt auch Begehrlichkeiten. So verlassen die Leistungsträger Tim Kleindienst, Fanul Perdedei und Kevin Müller am Ende der Saison den Verein. Doch die Routiniers um Uwe Mörle und Thomas Hübner sehen das recht locker. Ja gut, das ist im Fußball immer so. Also dass die guten Spieler oder jungen Spieler den Verein verlassen, ist eigentlich immer so. Und da mache ich mir aber auch keine Gedanken. Da gibt es viele andere Spieler, die dann kommen und die Chance kriegen, hier Gas zu geben. Und ich denke, dass der Trainer und der Sportdirektor da schon eifrig am Arbeiten sind, um für nächstes Jahr eine neue Mannschaft herzubringen. Außerdem werden auch die Verletzten zur neuen Saison zurückkehren. Im letzten Saisonspiel gegen VfB Stuttgart 2 steht nichts mehr auf dem Spiel. Aber das Team will sich zumindest mit einem Erfolg in den Urlaub verabschieden. Anpfiff für das letzte Spiel ist bereits um 13.30 Uhr im Stadion der Freundschaft. Die Eintrittskarte ist an diesem Samstag von enormer Bedeutung. Unter allen Zuschauern werden die Spielertrikots verlost. Außerdem hat man mit dem Ticket ein exklusives Vorkaufsrecht für die erste DFB-Pokalrunde. Mit dieser guten Nachricht für alle FCE-Fans sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. In der Reihe Augenblick mal lädt sie Pfarrerin Johanna Melchior zu den Tag der offenen Kirchen an diesem Sonntag ein. Morgen steht dann hier an dieser Stelle meine Kollegin Corinna Bär. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Fernsehabend und bis bald. Für erstklassige Waschergebnisse bei minimalem Energieverbrauch sorgt das Expertenangebot der Woche. Diese AEG-Waschmaschine ist mit der besten Energieeffizienzklasse A3+ ausgezeichnet und bietet gleichzeitig Top-Reinigungsergebnisse. In die Trommel passen bis zu 7 Kilogramm Wäsche. Dadurch habt ihr nicht nur den Vorteil, mehr Wäsche auf einmal zu waschen, ihr könnt auch durch die größere Trommel eure Kleidung besser und sanfter pflegen. Mit bis zu 1400 Umdrehungen die Minute hat eure Wäsche nach dem Waschen nur noch eine geringe Restfeuchte und trocknet dadurch schneller. Das Aqua-Control-System mit Alarm verhindert bei undichten Schläuchen ein Auslaufen der Waschmaschine und stoppt dann bei Bedarf die Wasserzufuhr. Ihr könnt den Programmstart mit Hilfe der Zeitvorwahl stundenweise nach hinten schieben. Dadurch könnt ihr zum Beispiel den günstigen Nachtstromtarif nutzen. Und wenn es mal schnell gehen muss, verkürzt ihr mit einem Tastendruck die Dauer eures Programms. Die Restlaufzeit wird euch dann auf dem Display direkt angezeigt. Diese AEG-Waschmaschine gibt es im Expertenangebot der Woche in allen Expert-Filialen für nur 399 Euro. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Tauchen Sie ein in das slawische Mittelalter, mehr als 1000 Jahre zurück. Entdecken Sie das alte slawische Leben mit allen Sinnen. Mit Kostproben aus dampfenden Töpfen und Pfannen und Musik von Schalmeien und Flöten. Historische Handwerker präsentieren ihr Können und kampfeslustige Krieger im Kettenhemd imponieren edlen Damen mit Schleiern. Für Kinder gibt es eine Entdeckungsrallye und viele historische Spiele zum Mitmachen. Das 10. Fest des slawischen Mittelalters vom 30. bis 31. Mai im Siedlungsdorf Starilut in Dissen. Wir vom Projekt Starilut laden Sie herzlich ein. Kommen Sie zu uns und erleben Sie mehr als 1000 Jahre slawische Geschichte. So einfach kann Sparen sein. Jetzt schnell sein.
keinen Vorteil verpassen und extrem sparen im Möbelzentrum Großräschen. Aber nur bis zum 23. Mai. Bei einem 500-Euro Einkaufswert bekommen Sie 100 Euro geschenkt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Sparen Sie weiter mit bis zu 30% auf Möbelneubestellungen und bis zu 50% bei einem Küchenneukauf. Besuchen Sie unsere neue Internetseite möbelzentrum-großräschen.de. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Laufen Sie für den Tierpark, der 4. EG Wohnen Charity Lauf. Los geht's am 4. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 4. EG Wohnen Charity Lauf am 4. Juli im Cottbusser Tier- und Spreeauenpark. In der kommenden Nacht ist es leicht bewölkt. Temperaturen um die 9 Grad werden erwartet. Der Freitagmorgen beginnt mit 14 Grad sonnig. Im Laufe des Tages ziehen ein paar Wolken auf. Das Thermometer klettert auf 18 Grad. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Augenblick mal, liebe Zuschauende. Haben Sie Pfingstsonntag am Abend schon etwas vor? Nein? Na wunderbar. Ich kann Ihnen da einen ganz interessanten Stadtspaziergang empfehlen. Kirchen sind offene Räume für alle. Unter diesem Thema gibt es wieder die Nacht der offenen Kirchen. Zwischen 21 und 1 Uhr haben viele Kirchen im Stadtgebiet und im Rande ihre Türen und Tore geöffnet. Zu ungewohnter Stunde ein ungewohntes Erleben. Freuen Sie sich darauf. Musik erwartet Sie. Gospel, Posaunenchöre, auch orientalische Klänge werden zu hören sein und selbstverständlich natürlich Orgelmusik. Geschichten sprechen für sich. Wie aber werden sie spannend erzählt? Auch das können Sie miterleben. Also machen Sie sich auf den Weg. Gehen Sie durch Cottbus, suchen Sie die offenen Räume der Kirchen. Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen. Machine.
Haben Sie schon mal mit unserem Oberbürgermeister gewettet? Haben Sie schon das deutsche Sportabzeichen erlangt? Haben Sie lange Zeit keinen Sport mit Ihren Kollegen, Ihren Nachbarn, Freunden oder in der Familie gemacht? Na dann wird's aber Zeit. 25 Jahre organisierter Sport, 25 Jahre Stadtsportbund Cottbus e.V. Und das wird sportlich gefeiert. Das Sportwochenende mit vielen Aktivitäten für alle Cottbusserinnen und Cottbusser. Vom 26. bis 28. Juni im Cottbuser Sportzentrum. Und Sie sind alle herzlich eingeladen. Die Sinne entfalten, ruhen in der Natur. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Weiterbilden und studieren, natürlich an der Technischen Akademie Wuppertal in Cottbus. Informieren Sie sich einfach über verschiedenste Möglichkeiten. Schnuppern Sie in das berufsbegleitende Studium der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie oder vergleichen Sie berufsbegleitende Bachelorstudiengänge. Gewinnen Sie einen Eindruck von der Ausbildung zum Heilpraktiker. Für Schüler und Eltern gibt es den ersten Einblick in das duale Studium bei einem Kurzworkshop. Besuchen Sie die Technische Akademie Wuppertal am Samstag, den 30. Mai von 10 bis 14 Uhr in der Feige Straße 3, direkt gegenüber der Rea Vita.